Die 15 dicksten Menschen, die je gelebt haben. Während viele von uns vielleicht damit kämpfen, ein paar Pfunde zu verlieren, ist dies nichts verglichen mit anderen Menschen. Im heutigen Video zeigen wir dir die 15 dicksten Menschen, die jemals gelebt haben. Dude, I can't even get up and walk, I can't even shower, I can't even do nothing for myself. Nummer 15. Djambulat Chatochov. Chatochov war einst das schwerste Kind der Welt. Mit 4 Jahren wog Chatochov bereits rund 56 Kilogramm. Das ist das Dreifache eines normalgewichtigen, gleichaltrigen Kindes. Mit 7 brachte er 100 Kilo auf die Waage. Das ist ungefähr doppelt so viel, wie ein durchschnittlicher erwachsener Mann wiegt. Aber es ging weiter. Mit 9 Jahren hatte er weitere 45 Kilogramm zugenommen und wog nun 146 Kilogramm. Seine Gewichtszunahme war so atemberaubend, dass selbst Ärzte keine Ursache fanden. Er erhielt den Spitznamen Sosruko. Sosruko war ein starker und weiser Held der lokalen Mythologie. Leider verstarb Chatochov letztes Jahr mit 21 Jahren. Interessanterweise hatte er noch vor seinem 18. Geburtstag sehr viel abgenommen. Nummer 14. Donna Simpson. Manche Menschen wollen große Filmstars werden, andere bewundern Sportstars. Donna Thompson jedoch wollte die schwerste Frau der Welt werden. Um dies zu erreichen, richtete sie eine Website ein, auf der sie Leute dafür bezahlte, ihr beim Essen zuzusehen. Sie setzte sich ein Ziel von 450 Kilogramm. Schließlich wurde sie vom Guinness-Buch der Rekorde als größte Gebärende geehrt. Natürlich konnte sie ihr Kind nicht normal zur Welt bringen und musste sich stattdessen einem Kaiserschnitt unterziehen. Obwohl Donna ihr Gewichtsziel nicht erreichte, schaffte sie ein Maximalgewicht von 290 Kilogramm. Nummer 13. Terry Smith. Terry Smith hatte schon mit 7 Jahren Gewichtsprobleme. Schon zu dieser Zeit wog sie 51 Kilogramm. Sie war so groß, dass sie glaubte, eines Tages die größte Frau der Welt zu sein. Ihr Gewicht nahm weiter zu. Irgendwann wog sie mit 317 Kilogramm fast so viel wie ein Pferd. Als sie einmal einen MRT-Scan benötigte, war sie zu schwer und zu dick für das Gerät. Stell dir jemanden vor, der so schwer ist. Nummer 12. Kenneth Brunelli. Kenneth Brunelli wurde mit der Hauptrolle in der Channel 4 Body Shock Dokumentation Halftown Dead bekannt. Zu dieser Zeit wog Kenneth etwa 468 Kilogramm, was schwerer ist als manche Pferde und genauso schwer wie ein Flügel. Er konnte nicht mehr laufen und war über 4 Jahre dauerhaft ans Bett gefesselt. Zu seinem Glück erhielt er einen Magenbypass in einem texanischen Krankenhaus. Diese Operation war lebensrettend. Für den Transport ins Krankenhaus musste eine Wand in seinem Zimmer entfernt werden. Nummer 11. André Nasser. André Nasser war einst der schwerste Mann Australiens und er ist sicherlich einer der dicksten Menschen, die je lebten. Im Gegensatz anderer Menschen dieser Liste kann sich Nasser nicht erinnern, dass er nicht fettleibig war. Mit 3 Jahren war er bereits adipös und mit 18 wog er 200 Kilogramm. Leider wurde es immer schlimmer, denn mit 35 Jahren wog er bereits 470 Kilogramm. Nasser aß etwa das 6-fache der empfohlenen Kalorienzufuhr eines Australiers. Das sind etwa 12.000 Kalorien pro Tag. Glücklicherweise konnte Nasser nach einem speziellen Eingriff einen Großteil dieses Gewichts verlieren. Um ins Krankenhaus zu gelangen, musste auch bei ihm eine Hauswand entfernt werden. Mittlerweile hat er über 200 Kilogramm verloren und möchte noch mehr abnehmen. Wie viel Gewicht kann Nasser deiner Meinung nach noch verlieren? Nummer 10. Robert Earl Hughes. Robert Earl Hughes ist ein Amerikaner, der zu Lebzeiten der dickste Mann war. Er wog erstaunliche 486 Kilogramm. Bis heute ist er der schwerste Mann, der ohne Hilfe gehen konnte. Er war massig. Sein Brustkorb maß 3,1 Meter. Trotzdem war er so beweglich, dass er mit 18 Jahren trotz starken Übergewichtes in die Armee eingezogen wurde. Hughes Gewichtsextrem wurde mit einer gerissenen Schilddrüse in Verbindung gebracht. Traurigerweise verstarb Hughes nach einer Masernerkrankung mit nur 32 Jahren. Nummer 9. Eman Ahmed Abdelati. Eman Ahmed war eine ägyptische Frau, die als eine der schwersten Frauen gilt, die je gelebt haben.
Eman wog etwa 500 Kilogramm und war gerade einmal 1,41 Meter groß. Dies bescherte ihr einen außergewöhnlichen BMI von 251,1. Ja, das ist richtig. Ihr BMI ist der höchste jemals aufgezeichnete. Diese Zahl wird noch außergewöhnlicher, wenn man bedenkt, dass der ideale BMI für Erwachsene im Bereich von 18,5 bis 24,9 liegt. Nummer 8. Rosalie Bradford. Rosalie Bradford war eine amerikanische Frau, die Ehre hatte, zu Lebzeiten die dickste lebende Frau zu sein. Rosalie nahm erst nach der Geburt und als Vollzeithausfrau deutlich zu. Trotz ihrer ernsthaften Bemühungen, dies zu stoppen, nahm sie weiterhin zu. Durch eine Blutinfektion ans Bett gefesselt, gab sie die geplante Idee aber komplett auf. Sie hörte auf, sich zu bewegen. Daraufhin beschleunigte sich ihre Gewichtszunahme weiter. Schließlich wog sie 540 Kilogramm. Nach einer Weile begann sie wieder mit einer Diät und verlor über 190 Kilogramm innerhalb eines Jahres. Dank der Unterstützung eines Physiotherapeuten sank ihr Gewicht auf 230 Kilogramm. Insgesamt nahm sie 251 Kilogramm ab. Aber Rosalie machte hartnäckig weiter und konnte ihr Gewicht auf 128 Kilogramm reduzieren. Insgesamt verlor sie 416 Kilogramm. Nummer 7. Walter Hudson. Walter Hudson ist ein amerikanischer Mann, der früher den Guinness-Weltrekord für die breiteste Taille hatte. Auf dem Höhepunkt maß Hudsons Taille etwa 302 cm. Zu dieser Zeit wog er auch 543 Kilogramm. Wie ist Hudson so fett geworden? Seine Ernährung könnte etwas damit zu tun haben. Zum Frühstück aß er oft 2 Packungen Würstchen, 450 Gramm Speck, 12 Eier und einen Laib Brot. Außerdem verzehrte er täglich einen großen Kuchen und trank bis zu 7 Liter Limonade. Wenn man jeden Tag so isst, wird man unweigerlich wirklich, wirklich, wirklich dick. Hudson versuchte zwar abzunehmen, das war aber nicht genug für ein normales Leben. Im Alter von 47 Jahren starb er an einem Herzinfarkt. Zu dieser Zeit wog er etwa 410 Kilogramm. Nummer 6. Juan Pedro Franco. Juan Pedro Franco ist sicherlich einer der fülligsten Männer, die jemals gelebt haben. Dies fesselte ihn fast ein Jahrzehnt lang ans Bett, bevor er sich endlich für einen Magenbypass und das Messer legen konnte. Nur so gelang ihm die Gewichtsreduktion. Bei einem Magenbypass wird der Magen verkleinert und die Nahrung erst später im Dünndarm verdaut. Das bedeutet, dass das Sättigungsgefühl bereits nach kleinen Nahrungsmengen eintritt. Letztendlich verlierst du so schneller Gewicht. Zur Zeit der Operation war Juan 595 Kilogramm schwer. Nach 2 erfolgreichen Operationen konnte er über 304 Kilogramm abnehmen und endlich wieder laufen. Nummer 5. Manuel Uribe. Manuel Uribe war ein Mexikaner, der zu den krankhaft fettleibigen Personen gehörte. Er erreichte ein Spitzengewicht von rund 600 Kilogramm und war für den Großteil seines Erwachsenenlebens nicht in der Lage, sein Bett zu verlassen. Allerdings unternahm Manuel große Anstrengungen, um sein Körpergewicht zu reduzieren und konnte innerhalb von 6 Jahren über ein Drittel abnehmen. Als er starb, wog er nur noch etwa 394 Kilogramm. Nummer 4. Khalid bin Mohsen Shari. Als Teenager machte Khalid Schlagzeilen, weil er unvorstellbar dick war. Er brachte 610 Kilogramm auf die Waage. Irgendwann war er sogar der massigste Mensch der Welt. Glücklicherweise erhielt Khalid Hilfe. Der König von Arabien ordnete seine Einlieferung ins Krankenhaus an. Währenddessen verlor er über 317 Kilogramm, was wahrscheinlich ein Nettowert ist. Nummer 3. Carol Yeager. Carol Ann Yeager war einst die schwerste Frau, die jemals gewogen wurde. Sie ist auch der fetteste Mensch, den die Erde je gesehen hat. Laut Yeager entwickelte sie im Jugendalter eine Essstörung, nachdem sie von einem Familienmitglied missbraucht wurde. Auf dem Höhepunkt wog Carol Yeager etwa 727 Kilogramm. Das ist einfach erstaunlich, denn damit war sie genauso schwer wie ein ausgewachsenes Holsteinrind. Interessanterweise konnte sie ohne einen chirurgischen Eingriff innerhalb von nur 3 Monaten den Großteil ihres Körpergewichts verlieren. Das stimmt.
Carol Jaeger nahm in nur 3 Monaten 236 Kilogramm ab. Nummer 2. John Brower Minock. John Brower Minock ist der dickste je gewogene amerikanische Mann. Minock wurde 1941 geboren und kam in seinen Höchstzeiten auf etwa 635 Kilogramm. Bereits mit 12 Jahren wurden 133 Kilogramm aufgezeichnet. Interessanterweise gelang es Minock vor seinem Tod, in nur 20 Monaten 216 Kilogramm abzunehmen. Traurigerweise nahm er aufgrund einer Grunderkrankung wieder zu und starb schließlich mit 41 Jahren an Herzstillstand. Nummer 1. Manny Tiny Yarbrough. Manny Tiny Yarbrough mag von seinen Freunden und seiner Familie als winzig bezeichnet werden, aber er ist beim besten Willen nicht winzig. Zunächst einmal ist Manny etwa 1,80 Meter groß und wiegt etwa 326 Kilogramm. Manny nutzt seine Körperfülle als Amateur-Sumo-Ringer. Da sein Rücktrittsdatum immer näher rückt, möchte Manny jedoch abnehmen und tatsächlich wie sein Spitzname aussehen. Während sein riesiger Körperbau ihm in seiner Karriere als Sumo-Ringer gute Dienste leistete, möchte er zu seiner Körperfigur zurückkehren, die er zu College-Zeiten hatte. Laut Manny wird er dadurch eine bessere Lebensqualität erhalten. Da können wir nur sagen, viel Glück, Manny.